Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe was bekommen. Und zwar von Diamond. Hier unten steht auch die Adresse, die werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung packen. Da hatte ich, weil ihr gefragt hattet, mal angefragt, das war aber Anfang des Jahres durch Corona. Morona ist halt ein bisschen schief gegangen, ist halt ein bisschen halt später geworden, weil einige von euch gefragt haben, weil ich ja auch hier die Assassin's Creed Figuren sammle, da kommt auch noch ein Video demnächst. Ich warte halt nur noch auf eine von Mediamarkt, die ich mir gekauft habe, aber Mediamarkt hat irgendwie nicht gebacken kriegt, die auch vorrätig zu haben, die jetzt schon seit über einem Monat bei mir sein sollte. Und ja, dann kommen ja noch die neuen für Ende des Jahres, aber da warte ich jetzt nicht ab. Ich warte nur noch auf die vom Mediamarkt und dann geht's los. Und da haben viele gesagt, da gibt's aber noch andere Figuren, ob ich davon auch mal was vorstellen könnte. Und die, die mich interessiert haben, die gab's zu dem Zeitpunkt nicht. Und da habe ich einfach mal Diamond selber angeschrieben und gefragt, ob ich da vielleicht eine Figur oder zwei mal haben kann. Dann haben sie, also eigentlich, nee, ich habe nur nach einer Figur gefragt. Und dann haben sie gefragt, welche Figuren mich denn von dem ganzen Sortiment interessieren würden. Und dann habe ich mir da drei oder vier waren das, ich weiß es gar nicht genau. Habe gesagt, die würden mich reizen. Weil die müssen ja auch in meine Sammlung passen oder zu mir passen. Bringt ja auch nichts, wenn ich denn hier Figuren habe, die nicht zu meiner Sammlung passen. Beziehungsweise nicht zu mir passen. So, und zwar habe ich dann eine jetzt bekommen und die passt so super in meine Sammlung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, wenn wir erstmal wegmachen. Hoppala. Und zwar ist es John Wick. Wir werden den auch gleich komplett auspacken und uns von komplett angucken von allen Seiten. Es gibt von Diamond noch andere John Wick Figuren mit wo er Pistole hält, wo eine Mauer im Hintergrund ist. Es gibt auch Marvel. Es gibt so viele, also die haben eigentlich DC haben sie auch und ach, die haben ganz viel. Ich werde euch die Webseite drunter packen, ich werde euch den Amazon-Shop drunter packen, weil bei Amazon gibt es einige, nicht alle, aber einige Figuren gibt es auch bei Amazon. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Nicht wundern, was da im Hintergrund jault, das ist die Katze. Ja. Wegräumen. Mausi. Die ist nämlich gerade rollig. So, leg dich mal hier hin. Ja, leg dich hier hin. Jetzt auch noch mal. Ich will den Karton nicht kaputt machen. Der kommt ja dann zu den anderen Kartons im Keller. Ich habe auch noch von all meinen Assassin's Creed Figuren natürlich alle Kartons, alle im Keller. Ich werde mal erstmal die Seite machen, damit ihr das sehen könnt. Wirklich super verpackt. Man braucht da keine Sorgen haben. Wir müssen jetzt nur gucken. Hier unten und eine Seite reicht, wenn wir die aufmachen. So. Müssen ein bisschen aufpassen. Oh, die sind so ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, die sind fest. Die sind gar nicht fest. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Dinger hier rausmacht.
müsst ihr wie bei Schokolade oder so rausdrücken, also an der Plastikverpackung einfach drücken, damit die dann nach vorne rausgehen. Das wusste ich gar nicht. Oh, cool. Sehr schön verarbeitet. Sehr, sehr schön verarbeitet. Sieht richtig toll aus. Und die Dinger, die hängen wirklich an Ketten. Ich habe gedacht, die sind fest. Ich zoome euch mal erstmal ran. So, ich habe echt gedacht, die sind fest. Also diese. Och Mausi. Na gut, dann leg dich hier hinten hin. Besser als wenn sie die ganze Zeit hochkommt. So, ich hol mal John noch ein bisschen näher ran. Dass ich. John ist ja im Vordergrund und nicht die Katze. Hier sind die Dinger, hängen einzeln lose dran, seht ihr das? An kleinen Ketten. Wir sehen hier John Wick. Sehr schön. Der Mantel fällt, also hier kommt noch Rauch aus seiner Pistole. Die Lederschuhe glänzen sogar. Mauerwerk hier hinten, dann die Kerzen. Also ist ein schönes Diorama. Also sieht wirklich, 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 wirklich toll aus. Muss ich so sagen. Ich werde mal gleich noch versuchen, dass ich das Diorama noch ein bisschen genauer für euch, ich mache mal dafür die Pappe denn im Hintergrund, dass ich das jetzt hier noch genauer für euch zeigen kann. So, ich habe jetzt extra mal so die Pappe so davor gestellt, damit wir so ein bisschen Kontrast haben, weil mit der weißen Wand, das kommt nicht so gut. Also, ich gehe erstmal näher ran, damit ihr John Wick sein Gesicht sehen könnt. Das sieht sehr, sehr toll aus. Das ist kein Dreck, das sind Verletzungen. Hier ist die Waffe. Da hat er seine Hand. Jetzt kommen wir zu den Schuhen. Und selbst diese kleinen Details, die Kerzen im Hintergrund. So, das ist die Waffe davor. Sie sehen wirklich, wirklich toll aus. Und hier die, wie gesagt, die hängen wirklich an ganz kleinen Kettengliedern dran. Das sind auch Kerzen, wenn ihr euch gefragt habt, was das sind. Die hängen hier an so kleinen Gliedern dran. Mal noch mal raus, damit ihr so ein bisschen besser sehen könnt. So. Mit der Pappe im Hintergrund, damit halt die Konturen von der Mauer besser durchkommen. Also wirklich, wirklich, wirklich schön gearbeitet. Und wenn wir uns hier das Gesicht von Keanu Reeves angucken, wirklich toll. Auch der Bart, die Verletzung. Wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Ein sehr schönes Stück. Das kommt zu meinem DVD-Regal. Also nicht zu den Assassin's Creed-Figuren. Das kommt auf DVD, aufs DVD-Regal, weil da gehört da hin. Da kommt er besser zur Geltung. Vielleicht hole ich mir noch den anderen John Wick, wo er mit Pistole steht. Da kommt er gerade aus der Tür raus oder so, wenn ich mich recht erinnere. Die haben auch Tor. Also hier. Die Firma, die das herstellt, die haben auch Thor. Den Comic-Thor, den aus den Filmen, den Animations-Thor, also verschiedene Thor-Figuren. Und für die Leute, für die aus dem Film halt interessant ist, der sieht wirklich gut aus. Haben mir da Bilder angeguckt. Ich bin hier jetzt gerade echt begeistert. Keine Kleinteile, also ihr müsst keine Angst haben, dass irgendwas abgeht.
hinten sieht es auch sterblicher aus. Also sieht wirklich, wirklich toll aus und ist wirklich sehr, sehr schön gearbeitet. Und vor allem mit den kleinen Flecken, weil im ersten Augenblick sieht, wie da könnte Dreck dran sein, das soll ja Blut sein und naja, Dreck auch, aber Augen kneift da ein bisschen zu. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich habe es ja schon bei Amazon auf Bildern gesehen, aber jetzt so live vor mir zu haben, ist nochmal was anderes. Ist wirklich toll. Muss ich gleich auf mein DVD-Regal packen. Kriegt einen Ehrenplatz. Ja, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ich packe euch den Online-Shop drunter. Ich packe euch den Amazon-Shop drunter. Da müsst ihr mal ein bisschen stöbern. Superhelden und andere Comic- und Animationssachen haben sie. Oder auch hier echte Filme wie Thor, John Wick. Ja, da könnt ihr euch austoben. Da ist bestimmt für jeden irgendein bisschen ein paar kleine Deko-Sachen mit bei, die man schön im Regal verstauen kann. Ich stehe auf so eine Figuren, muss man dazu sagen, aber ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.